Zistrose, das zerknitterte Seelchen. Seelische Traumata bedürfen in unserem Alltagsleben besondere Aufmerksamkeit. Wir finden uns in solchen Situationen mit den tiefsten Herausforderungen konfrontiert. Neben psychologischer Betreuung benötigt es ebenso Empathie und einen achtsamen wie liebevollen Umgang, um betroffene Menschen wie auch uns selbst solche Situationen so angenehm wie möglich zu gestalten. In der Aromatherapie ist das ätherische Öl Zistrose das Notfallöl für seelische Traumata und somit ein Schlüssel zu einer ganzheitlicheren und einfühlsameren Betreuung mit allen Vorteilen der Aromapflege. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist im Duftgenusskanal mit der heutigen Folge Zystrose, das zerknitterte Seelchen. Mein Name ist Barbara Tausch und ich bin die Gründerin der TZTM-Methode. Ich bin professionelle Trainerin der Welt der Düfte für die Menschen. Wenn du neu bist im Duftgenuss-Kanal, findest du alle dazugehörigen Links und Informationen in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal auch abonnierst. Zistrose, das zerknitterte Seelchen. Die Zistrose ist ein bis zu zweieinhalb Meter wildwachsender großer Strauch und typisch für die Mittelmeerlandschaft. Das im Namen enthaltene Wort Rose hat als Pflanze mit der Rose nichts zu tun. Die Blüten der Zistrosen ähneln jedoch der der Heckenrose sehr. Die fünfblättrigen Blüten der von April bis Juni blühenden Lackrose sind strahlend weiß mit einem leuchtend gelben Zentrum und fünf schwarzen Punkten. Dies lässt die Blüte wie einen Stern wirken. Die zarten Blütenblätter wirken zerbrechlich und sind stets verknittert. Aufgrund der besonderen Wirkung vom Zistrosenöl auf unsere Psyche hat das Aussehen der Zistrosenblüte in der Aromapflege auch zu dem Ausdruck zerknittertes Seelchen geführt. Was ist der Unterschied zwischen Zistrosenöl und Labdanumöl? Aus der Zistrose können zwei verschiedene Arten von Zistrosenöl gewonnen werden. Das häufiger anzutreffende Zistrosenöl wird aus den dunkelgrünen und klebrigen Blättern, wie auch den Zweigen des Strauches mittels seiner Wasserdampfdestillation gewonnen. Dieses ätherische Öl ist anfangs goldgelb und dunkelt mit der Zeit nach, was jedoch keinen Qualitätsverlust bedeutet. Sein Duft ist balsamisch würzig und hat eine Ambraartige Duftnote. Die pure Essenz hat einen starken und strengen Duftcharakter. Mit dem Duft direkt aus der Flasche gerochen lässt es sich nur schwer anfreunden. In verdünnter Form entfaltet sich der Duft in einen süßen und warmen Duft mit einem holzigen Unterton. Der ambraartige Duft bleibt bestehen. Die dunkelgrünen glänzenden Blätter vom Zistrosenstrauch, wie auch deren Zweige, sondern in großen Mengen ein sehr würzig duftendes Harz ab. Das Gummilabdanum. Wenn diese harzige Masse vom Gummilabdanum destilliert wird, entsteht das sehr seltene Labdanumharzöl. Labdanumharz wurde bereits im alten Ägypten als Räucherwerk verwendet. Die Parfümeure der Phönizier nannten die Zistrose Ladan. Was ins Deutsche übersetzt klebriges Kraut heißt, und setzen dieses Harz als Arzneimittel und in der Schönheitspflege ein. In Kombinationen mit anderen ätherischen Ölen, vermengt in Wein und auch Mett, leistete es bereits in der Antike gute Dienste als Schmerzmittel und in der Wundbehandlung. Zudem galt es als bewährtes Hustenmittel. Wie bereits eingangs erwähnt, ist das ätherische Öl der Zistrose das Notfallöl für seelische Traumata. Der balsamische Duft vom Zistrosenöl hat sich in der Aromatherapie für die psychische Anwendung sehr bewährt, um verschlossene Herzen sanft zu öffnen und die Seele zu erwärmen. Der Duft wirkt tiefgreifend auf unsere Seelenebene und wirkt dabei entspannend. So können sich unbewältigte Erlebnisse auf der Gefühlsebene lösen. Diese Erfahrungen berichten Menschen, die aufgrund vergangener seelischen Verletzungen, an Gefühlskälte und dazugehörigen Symptome litten. Es ist der ambraartige Duft, der diese starke psychische Wirkung vermuten lässt. Es unterstützt zudem Trauerbewältigung in ihren verschiedenen Formen. So ist dieses ätherische Öl für mich deswegen ein Must-have in der Aromapflege und Palliativcare. Aus osmologischer Sicht sind beide ätherische Öle der Zistrose Seelenkomponenten und unterstützen uns Menschen, um emotionale Ausgeglichenheit und mentale Stärke zu gewinnen. Wenn du dich in diesem Bereich weiterbilden möchtest, empfehle ich dir die TZTM. Zistrosenöl ist in doppelter Hinsicht ein Notfallöl der Aromatherapie, denn auch bei körperlichen Verletzungen dient dieses ätherische Öl zur Unterstützung und wird bei der Wundheilung eingesetzt. In Schweizer Pflegeinstitutionen wird Zistrosenöl liebevoll als die blutstillende Watte bezeichnet. Eine Bezeichnung, deren positive Erfahrung ich selbst in meinem alltäglichen Umfeld wiederholt mit der Anwendung von Zistrosenöl bei Nasenbluten und Schnittwunden machen konnte. Wissenschaftliche Studien im Zusammenhang mit Zistrosenöl bei verschiedenen Hauterkrankungen wie Ekzemen und Psoriasis haben die positiven Wirkungen auf die Haut heute bestätigt, was seit der Antike bereits in der Schönheitspflege genutzt wird. Aufgrund der einzigartigen Wirkungen vom Zistrosenöl empfiehlt es sich, Cremen, Hautölen und Lotionen vor allem bei fetter, gestauter und unreiner Haut beizugeben. Ich persönlich habe so viele großartige Erfahrungen mit diesem ätherischen Öl machen dürfen, dass ich es heute in allen meinen Hautpflegeprodukten beigebe. Besonders bewährt hat sich auch die lymphentstauende Wirkung in der Pflege bei Lymphdrüsenschwellung. Immer wieder werde ich gefragt, ob das ätherische Öl der Zistrose ident sei mit der Pflanze, aus welcher Zystrosen Tee gewonnen wird. Und wenn nicht, wie der Unterschied erkannt werden kann. Dies ist sehr einfach zu unterscheiden, denn der botanische Name hilft hier auf einfache Weise weiter. So wird Zistrosentee aus der Naturhybride Cistus incanus gewonnen. Das Zistrosenöl hingegen wird aus der Zistrosenart Cistus ladaniferus gewonnen. So einfach, richtig? Der Duft von Zistrosenöl ist noch heute in der Parfümindustrie begehrt und spielt als Basisnote in der Welt der Düfte eine besondere Rolle. In Körpersprays kann Zistrose eine feine Basisnote darstellen, wenn diese hoch verdünnt ist. Bei allen aromatischen Anwendungen empfiehlt sich eine geringe Dosierung, um die feine balsamisch-warme Duftnote zum Vorschein zu bringen. Da nicht alle Menschen Zistrose als Solidärduft mögen, sind Mischungen auch in der Raumbeduftung sehr angenehm meine liebste mischung als raumduft besteht aus folgenden ätherischen ölen fünf tropfen mandarine drei tropfen geranie und zwei tropfen zistrose passe die duftkomposition für dich immer so an wie sie für dich gut riecht und bedenke dass ätherische öle naturprodukte sind die je nach region und auch destillation unterschiedliche duftnoten aufweisen Manches Mal hilft dein Tropfen mehr oder weniger von diesen Duftmischungen, die du in Büchern liest, dir eine bessere Duftnuance für deine Nase zu erschaffen. Der Duft von Zistrose lässt uns leichter zentrieren und uns auf unsere innere Mitte konzentrieren. So wird der Duft von Labdanumharz bereits seit der Antike als Räucherwerk eingesetzt, wenn es darum geht, dass Menschen sich sammeln wollen. Die Duftnote Zistrose unterstützt hervorragend Meditationen, auch als alleinige Duftnote. Ein bis zwei Tropfen Zistrosenöl in einen Diffuser genügen meist, um dem Raum einen angenehmen Duft für die Meditation zu schenken. Zistrosenöl ist für alle Hautöle und jeglichen Hauttyp gut geeignet. Als Massageöl eignet es sich hervorragend für die Lymphdrainage. Mein Tipp hier für dich: Bringe dein Aromaöl zur Kosmetikerin oder deiner Masseurin mit. Die hautfreundlichen wie auch entstauenden Eigenschaften sind ideal fürs Gesicht und deinen Körper. Ein Gesichtsöl für die kosmetische Anwendung Kannst du dir wie folgt mischen. Nutze 30 ml Basisöl, zum Beispiel ein Mandelöl, und gebe 5 Tropfen Zistrose und 5 Tropfen Orange hinein. Für dein Massageöl kannst du die Orange gerne mit Grapefruit ersetzen. Wie sieht es mit der Zistrose in der Harmonie der Düfte aus? Der Duft von Zistrosenöl ist sehr speziell in Mischungen mit anderen ätherischen Ölen. Harmonische Duftnoten konnte ich immer mit den Zitrusölen Mandarine, Orange und Zitrone erzielen. Die Herznote Neroli ist wie auch Geranie eine sehr angenehme in Mischungen mit Zitrusenöl. Mit den Basisnoten Helichrysum, Patchouli und Weihrauch harmonisiert dieser Duft besonders gut. Meine Top-Anwendung jetzt für dich: die Wunden Notfallmischung. Du wünschst dir eine wirksame erste mischung für Wunden? Diese Wunden-Notfallmischung kenne ich aus den Schweizer Pflegeinstitutionen, wo sie sich erfolgreich bewährt hat und so in die Pflegestandards aufgenommen wurde. Die Grundmischung hierfür besteht zu gleichen Teilen mit Immortelle, Lavendel und Zistrose. Sie kann jederzeit schnell nach aromapflegerischen Richtlinien weiterverarbeitet und verwendet werden. Die desinfizierenden, schmerzstillenden und wundheilenden Eigenschaften von Zistrose und Lavendel bilden eine unterstützende Harmonie mit der besonderen Fähigkeit der immortelle Blutergüsse schnell aufzulösen. Regeneration und Wundheilung der Haut scheint diese Kombination der bewährten ätherischen Öle als oberste Priorität zu haben. Tauche auch du ein in die faszinierende Welt der ätherischen Öle und ich zeige dir im Aromapflege Leichtgemacht Kurs, wie du körperliches und emotionales Wohlbefinden für dich, dein persönliches wie auch dein berufliches Umfeld nachhaltig verbessern kannst. Mein Name ist Barbara Tausch und ich freue mich, dich bald wieder in einer Duftgenussfolge begrüßen zu dürfen.